schlafen lassen sollen? Fred, komm! Es hat doch keinen Sinn! Rest in peace, Fred. Schlüssel? Oh nein, es ist Gustav. Sie haben Gustav getötet. Ach, vielleicht war es auch Kenny. Ich mag Kenny nicht. War das nicht irgendwas mit CAP? Was soll die Blockade? Dann war es eben hier. Ja, gibt mir eine Blendgranate. Nachricht an einen Freund. Hector, wenn du das liest, bin ich bereits tot. Wenn du irgendwelche Geräusche aus dem Spind hörst, mach ihn nicht auf. Bitte! Während du auf Patrouille warst, habe ich mich darauf konzentriert, einen Weg zur anderen Seite zu finden. Ich glaube, dass Sprengstoff so unsere beste Chance ist. Ich konnte einen Sprengsatz an die Wand anbringen, aber wir haben keine Batterie für den Zünder. Ich glaube... Ich habe letzte Woche einen zum Schließfächerraum geschickt. Wir brauchen diese Batterie, wenn wir durch diese Wand wollen. Also bin ich nach oben dich suchen, weil ich weiß, dass du den Schließfächerraumschlüssel hast. Gerade als ich aus dem Duschraum rausgekommen bin, wurde ich angegriffen. Einer von denen hat mich gebissen. Ich habe die Wunde ausgewaschen, aber mir jetzt immer schlechter. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum du den Spind auf keinen Fall aufmachen darfst. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mach einfach, dass du selbst so schnell wie möglich hier rauskommst. Dein Kumpel Wes. PS, mach dir keine Gedanken wegen der $600, die ich dir geliehen habe. Betrachte sie als Geschenk an. Viel Glück, Kumpel. Lieber nicht. Warum nicht? Hätte ich das vor dem Lesen machen sollen? Jetzt wissen wir zumindest, wie das hier alles in die Luft geflogen ist. Unser Verdacht war ja alle Nemesis. Schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Mach ich erstmal so. Weil Platz und so, ne? Oh, danach kommen doch bestimmt wieder Licker oder so. Oh, ja.
wollen mit der Zunge spielen. Lam, 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 lam. Die warten doch schon unten auf mich. Erstmal speichern, speichern. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht macht er es auch nicht, weil es in Resident Evil 2 ja jemand macht. Und zwar ich. Jedes Mal. Du bist doch ein Arsch! Oh, oh nein. Entschuldige, ist das hier Ihr Bunker? Ich glaube, wir wissen auch, warum das ganze, der ganze Loot hier leer gelootet wurde. Das war ich. Carlos, der Spanier ohne Auto. Da ist ja die Batterie. Gibt es sonst noch welche? Die 2 kann ich nicht öffnen. Und die 3 ebenso nicht. 106. 109, okay, 106, 109.
Sind ja nur 40 Stunden. So viele ist auch der Unterschied zwischen mir und Christian bei Liz. Aber Zu Papa. es wird. Ja, denke ich mal, irgendwann einen Abstand wieder gewinnen. Ich weiß es nicht. Hier ist keine Waffe drin. Mir fehlt es irgendwie, dass man hier doch Gegenstände drin sieht, die man aber nicht kriegen kann, weil sie halt Claire und Leon bekommen. Das finde ich ein bisschen schade. Was ist das denn? DCM. So, DCM. Wo ist dieser Pisser? Ich rette mich mal kurz hier rein. Ja, so ab dem 20. April muss ich aber glaube auch noch arbeiten, bitte. Zack. Ah, das ist doch der gleiche Code wie damals. Wieso komme ich nicht drauf? So wie Devil May Cry, nur das Emo-Ziffer. Tauscht. So, wir sind gleich da. Also viel Carlos haben wir jetzt nicht mehr. Denke ich mal. Verstanden. Nein, tu's nicht. Schnell weg.
Bist du wahnsinnig? Das war's. Granate ging nach hinten los. Einer nach dem anderen zieht eine Nummer. Ach, geh mir doch. Oh. Geh da rein, Mann! Oh Gott! Dr. Bart. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Da ist doch Claires Jacke. Made in Heaven. Oh, dieses verdammte Vieh, ey. Beinahe wär's um mich hier weh passiert, also. Oder beinahe wär ich tot. Beinahe hätten sie mich gehabt, die Drecksviecher. Ich weiß schon, was die meinen mit, es wird ein bisschen actionreicher. Das heißt, dass man manchmal wirklich am besten gar nicht kämpft, sondern einfach nur flüchtet. Ausweicht. Alles Mögliche. Macht nur, um zu überleben. Na toll, und hier ist ein rotes Kraut. Oh, hoffentlich ist da ein Erste-Hilfe-Spray drin. Danke. Ja, hier gibt's noch Munition, klar. Da gehe ich nicht mehr raus. Hier gibt's eine Inventarbox, sonst nichts. Okay. Oh, hier ist ein Bericht. Und ein Bild. Das Bild kennen wir. Ist das Jill da vorne? Bericht über den Villenzwischenfall. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in einer Villa in der Umbrella Corporation in den Arklay-Bergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen, aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in die Ereignisse in der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren 5 Mitglieder von Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente in Umbrella Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen.
Es wird angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Hast du was gefunden, Mann? Ja, vielleicht finde ich ja irgendwo noch was. Eine Information. Irgendwas. Der Brief von Chris. Den Jill hätte lesen sollen. Glaube ich, das war an Jill gerichtet eigentlich. Soll ich nochmal rausgehen und gucken, was da draußen so abgeht? Ja, was ist? Oh. Ein Geist? Jemand verletzt? Jill? Oh, Scheiße. Halt, was? Jill? Jill, was war das? Sag was! Tee, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Interessant. Ich glaube, wir werden ihn wieder spielen. Aber erstmal geht's wieder zurück zu Jill. Das, der Carlos Express. Ach ja. Dennis hieß ja noch Krankenhaus, ne? Und irgendwie müssen wir ja mit Carlos noch zu Jill aufschließen. Dann müssten wir jetzt im Uhrenturm sein. Und da in der Nähe des Gebietes. Ich bin zum Glück wieder Jill. Die hat wenigstens Equipment. Etwa nur ich überlebt. Auch eine Art, Mikhail von uns gehen zu lassen. Carlos, bitte komm! Carlos! Verdammt, hab keinen Empfang. Ah, die Minengranaten. Noch mehr. Okay, das war alles. Lesen wir mal. Ankündigung zu den neuen UBCS-Waffen. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze. Ich habe ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert euren Mann stehen könnt. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militär Forschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sicher? Also Blake kann das verdammt... sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung, aber vertraut mir, sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatwerfer konzipiert. Versuch ja nicht, sie in etwas anderes zu schießen. Feuert sie gegen eine Wand oder auf oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor der Mine in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in Reichweite kommt. Werft sie also einfach einem Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair gibt es in einem Kampf nicht, mit diesen Riesenfreaks nicht. Also geht da raus und kämpft
Schmutzig! Ja, ich werde die auf jeden Fall mal aufbewahren. Schon gern ausprobieren, ne? Kann ich Säure herstellen? Dafür brauche ich 2B, ne? Säure kann ich noch nicht herstellen. Wohl war das Säure? Ja. B zweimal sind Säure. Ist sonst noch irgendwas hier drin, was gut ist? Granatwerfer nutze ich erstmal für große Sachen. Ja, ich wollte ja das noch. Komm, lass mal da. Und dann speichern.